eigentlich wollten wir nur eine Tasse Kaffee trinken. Wir haben uns gedacht, Cafés gibt es in Deutschland auch. Wir suchen uns mal ein besonderes aus und haben dieses Eulencafé ausgewählt. Davon gibt es in Tokio ein gutes Dutzend. Sie sind, wie man sieht, ziemlich gut besucht als Oase der Ruhe in der hektischen Großstadt. Eulen leben hier. Und diese beiden Freunde haben sich zu uns gesellt. Das hier ist Kyo, das ist Kyo. Kyo hat sich ein bisschen mit mir unterhalten, findet es jetzt aber interessanter, das Kreuzworträtsel in der Zeitung zu lösen. Ja.